Konrad, komm raus aber erst. Konrad, ja. Ja. Schau, da ist der Konrad Pauli. Ja. Magst du ihn streicheln? Ja. Konrad, gut. Konrad, vorsichtig. Nein, Konrad, nein. Nicht so mit der Bussi, Konrad. Erst noch einmal, du Schlingel, musst du immer Bussi gleich? Konrad, nein. Was Sie hier sehen, ist Clown Dr. Tube bei der Arbeit mit seinem ehemaligen Patienten Paul. Normalerweise ordiniert Dr. Tube nicht auf der Skipiste, sondern im Krankenhaus, wo es bei den kleinen Patienten sehr oft um Leben oder Tod geht. Und da vergeht sogar einem Clown-Doktor oft das Lachen. Was macht ein Clown-Doktor? Wie heilt er? Ja, er heult mehr als er heilt. Wir können noch nicht zaubern, aber wir können möglichst gut die Zeit mit den Kindern verbringen, mit den Jugendlichen, sodass sie sich wohlfühlen, einmal was anderes denken und ein Stück freier atmen können, Spaß haben, Ablenkung haben können für die oftmals schwere Zeit im Krankenhaus. Und wenn die Krankheit dann überstanden ist, geht's auf die Piste. Das Skigebiet Lachtal lädt traditionell zu einem unvergesslichen Skitag ein. Hier werden die ehemaligen Patienten mit ihren Familien so richtig verwöhnt. Mit Skifahren, Essen, Spaß und allem, was sonst noch zu einem perfekten Tag gehört. Der Chef vom Lachtal kennt die wertvolle Arbeit der Clown-Doktors ganz genau. War ich auch schon dabei, mit meinem eigenen Buben im Krankenhaus gewesen einmal. Und das hat mir auch in Wahrheit den Anstoß gegeben, dass ich gesagt habe, die Clown-Doktor möchte ich unterstützen. Unser Joscha hat 2008 einen Gehirntumor gehabt und wir waren relativ lang in Graz im Krankenhaus und haben halt da zweimal in der Woche das Glück gehabt und Besuch gekriegt von den Clown-Doktors. Was haben die Clown-Doktors gemacht bei dir? Spaß gemacht haben's. Lustig herumtalt. Die haben extrem viel Gaude verbreitet und sind prinzipiell immer super gut auf die Kinder eingegangen. In der Medizin muss man sich ständig weiterbilden. Und das ist auch in der Lachmedizin nicht anders. Wir haben viele Workshops, Fortbildungen. Wir arbeiten eigentlich sehr hart daran, immer blöder zu werden.